Hallo Freunde, willkommen zurück zu Civilization Beyond Earth. Wir hatten in der letzten Episode Frieden geschlossen mit dem guten Ivan, weil wir einfach eingesehen hatten, es läuft nicht. Wir kriegen die Stadt nicht klein, nicht mit so wenig Truppen. Jetzt haben wir 10 Runden Friedensvertrag, wir haben einseitig offene Grenzen zu unseren Bedingungen und wir kriegen jede Runde eine Energie von ihm. Die Energie hält 30 Runden, der Friedensvertrag 10. Lange wird es wohl nicht mehr halten. Wir schauen mal ganz kurz bei der Diplomatie. Wir dürften, jawohl, ganz unten stehen. Das hatte ich mir gedacht. Ivan auf der anderen Seite steht relativ weit oben. Der hat durch seine mehreren Städte natürlich Riesenvorteile punktemäßig. Und Hutama zieht wie immer ziemlich krass ab. Okay. Wir müssen also ein bisschen einen Gang zulegen. Wäre schön, wenn wir zum Beispiel mindestens mal eine zweite Stadt kriegen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das hier unsere zweite wird, aber so wird es wohl erstmal nichts. Da müssen wir noch ein bisschen besser werden. Ärgernis, Krieg, Verbündete, wir kennen uns gar kaum. Vielleicht sollten wir vielleicht mal abends essen gehen oder so, uns näher kennenlernen. Und so verlangst du direkt einen Krieg mit uns. Nee. Dass wir dir bei dem Krieg helfen. Aber wir haben derzeit eigentlich andere Probleme. Wo steht denn der Gutste? Ja, der ist stärker als du. Kein Wunder. Ne, wir brauchen dringend irgendwas mit Harmonie. Blödsinn, Affinität, hier Reinheit, nicht Harmonie. Hatten wir letztes Mal. Also, wir brauchen dringend was mit Reinheit. Und wir brauchen Truppen. Er hat inzwischen auch ein Flugzeug stationiert. Das heißt, er ist da ziemlich hinterher. Damit meine ich, er ist uns auf den Fersen und nicht, dass er weit hinter uns herhinkt. Doch, da müssen wir noch ein bisschen besser werden. So, wie läuft das ab? Das war kulturelle Bürde. Xenomasse-See bei Absturzstelle ablassen. Der nächste Xenomasse-See wäre der da. Aber ich glaube, das ist ganz einfach automatisiert. Das dauert einfach ein bisschen, bis das abgeschlossen ist, dieser Questschritt. Was ich jetzt eigentlich mal machen werde, wir fahren ein Stück Patrouille. Ich möchte sehen, ob hier drüben wieder Aliens sind. Dann können wir die Fabrikation vielleicht ein bisschen pushen. Indem wir das eine oder andere Alien eliminieren. So, Friedensvertrag ist abgelaufen. Das heißt, ab sofort könnte man wieder. Ist natürlich ein bisschen beunruhigend, dass er sich jetzt gerade wieder in Position bringt. Wir werden sehen. Wenn uns da jetzt noch hinterher kommt, dann wird er wohl was vorhaben, schätze ich. Ich hoffe es nicht, weil die zwei Fahrzeuge können da überhaupt nichts machen. Aber er scheint erstmal friedlich bleiben zu wollen. Das ist ja eine schöne Sache. Eine Ressourcensonde entdeckt. Ja, super. Da könnten wir vielleicht bei nächster Gelegenheit mal wieder einen Erkundungstrupp hochschicken und das Ding einsammeln. Oder irgendeinen anderen Trupp. Da ist Titan. Dort ist Titan. Jede Menge sogar. Oh, wir brauchen diesen Kontinent auf alle Fälle. Und wieder 8 Wissenschaft. Super. Ja, also wir brauchen den Kontinent komplett unter unserer Kontrolle. Allein schon wegen dem ganzen Titan, was es gibt. Wir müssen hier durch Ivan durch. Geht nicht anders. Und ich hatte ja gesagt, Vorherrschaftssieg strebe ich an dieses Mal. Das heißt, wir müssen die Hauptstädte klein machen. Das sind 5 Stück und wir machen, naja, wir tun uns nicht leicht, schon bei der ersten. Oh, das ist nett. Kooperationsabkommen mit Hutama ist auch beendet. Das ist ja alles nur zeitlich begrenzt hier.
Aber so macht das Kanonenboot wieder ein bisschen Wissenschaft gut. Das ist nicht schlecht. Und wenn hier oben so viele Aliens rumhüpfen, heißt das, hier sind auch wieder einige Nester am Start. Und das ist gut so. Wie gesagt, Xenomasse mit Miasma drauf hat eine sehr hohe Chance, dass Alien-Nester zurückkehren. Hier oben hätten wir auch nochmal Xenomasse. Ist zwar gerade kein Miasma drauf, aber die Chance, dass hier ein Alien-Nest ist, ist auch recht hoch. Das ist sogar so gut, dass ich mir überlege, wenn wir tatsächlich mal so weit sind, dass wir da keine Truppen in die Nähe stellen. Einfach damit die Nester wieder auftauchen. So, Produktion in Centron. 21 Runden bis Fabrikation fertig ist. Jetzt müssten wir mal ganz kurz gucken. Der Flugzeugträger. Kann als Basis für Lufteinheiten dienen. Ja, die Frage ist, für wie viele? Schauen wir mal ganz kurz. Wie viele kann er denn? Ja, die Geschichte bringt uns nichts. Und die Spielinformation könnte ausführlicher sein. Nee, steht nichts dran. Naja, also wenn wir mal zurückblicken, bei den Vorgängern konnten Flugzeugträger zwei Flugzeuge drauf haben. Eins haben wir hier schon. Und der Flugzeugträger wird auch noch ein bisschen brauchen, wenn er dann gebaut werden kann. Ich glaube nicht, dass wir uns den direkt kaufen können. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. In der Zwischenzeit würde ich sagen, wir machen einen Thoriumreaktor, denn so langsam wird das mit der Energie ein bisschen knapp, da könnten wir ein bisschen besser werden. Oder mehr Wissenschaft. Der Reaktor dauert nur 8 Runden, das ist in Ordnung. Und dann haben wir den schon mal. Vielleicht kriegen wir dann auch demnächst eine Quest, dass wir da noch einen Bonus rauskriegen aus dem Reaktor. Sie fängt an. Entweder hat sie einen anderen Dummen gefunden oder sie macht das alleine. Und da ist Afrika dazwischen. Könnte interessant werden. Das Kanonenboot sammelt so außerdem noch massenhaft Erfahrung. Also nicht nur, dass wir jetzt Wissenschaft kriegen und Fabrikation beschleunigen, sondern wir kriegen vielleicht ein Veteranenkanonenboot aus der Geschichte raus. Hätte ja auch viel Schönes. Sieben Städte könnte man, denke ich, auf dem Kontinent unterbringen. Ich bin jetzt mal hauptsächlich nach den Algen gegangen. Also, Central ist klar. Hier waren Außenposten mit Algen. Kann man die Stadt ernähren? Das ist, denke ich, auch klar. Dann könnte man hier drüben schon die nächste hinmachen. Hier drüben haben wir auch Algen und Obst und Titan und Kram. Da könnte man auch eine schöne Stadt hinmachen. Hier oben hatte man sogar zwei Algen, könnte man was machen. Und mit den Algen eventuell auch nochmal eine Stadt hier oder so. Also sieben Städte könnten wir auf dem Kontinent unterbringen. Und mehr bräuchten wir dann auch nicht. Wofür denn? Dann wäre das unser Kontinent. Wir müssten nur Ivar verscheuchen. Mal sehen, ob das klappt mit dem Flugzeugträger, wie ich mir das vorstelle. Also ich glaube nicht, dass die sich so schnell heilen können. Da sind mehrere, die wechseln sich ab. Aber wir kriegen für jeden Schuss Erfahrungspunkte, das passt schon. Ivan fährt in die Nähe. Ah, das ist sehr nett. Schade, jetzt hat er es noch mit ganz wenig überlebt. Mal sehen. Vielleicht in einer der nächsten Runden. Dann stauben wir wieder 8 Wissenschaft ab. Kampffahrzeug südamerikanisch. Jetzt sagt mir nicht, Ivan hat geholfen und ist in den Krieg eingetreten. Das wäre ja goldig. So, ich würde sagen, das könnten wir schaffen. Helfen wir Ivan an der Front ein bisschen.
Mir geht es hauptsächlich um die Erfahrung und natürlich die Wissenschaft. Nicht darum, dass das Kampffahrzeug von Ivan überlebt. Das ist mir gerade wurscht. Im Gegenteil, das wäre mir sogar eigentlich fast wert gewesen, die Alien am Leben zu halten. Aber Fabrikation haben wir ganz gut beschleunigt, denke ich, in den letzten Runden. Da hat er schon wieder einen Veteranenstatus drauf verwendet. Sagenhaft, wie viele Veteranenpunkte er da schon reingesteckt hat. Alle Agenten wurden entdeckt. Das ist super. Hä? Aber wir haben beförderte Agenten. In Central wurde eine Geheimaktion entdeckt. Das heißt, wir sind längst nicht die einzigen mit Geheimaktion. Und wir haben massenhaft Energie abgeschöpft. Das heißt, ja, der Flugzeugträger wäre vielleicht doch drin, wenn wir uns den direkt kaufen wollen. So, hier drüben bei Ivan könnten wir Wissenschaft stehlen. Dauert 14 Runden. Dann wären wir gerade mit Fabrikation fertig. Das könnte dann vielleicht bei der nächsten Forschung helfen. Da wollten wir dann Richtung Kampfanzug gehen. Dann kriegen wir den vielleicht schneller. So, hier könnten wir außerdem auch Kampfanzugforschung beschleunigen. Das könnte fast eine freie Forschung geben, wenn alles klappt. Ich glaube noch nicht dran, aber wenn doch, dann hätten wir fast eine freie Forschung rausgeholt. Gut. Hat Ivan möglicherweise auch das mit der Wissenschaft? Könnte erklären, weshalb er da gerade so ein bisschen unterwegs ist. Unterwegs war. Das nehmen wir mal mit. Bisschen Schaden einfach nur. Und ja, so langsam. Gerade ist ein bisschen dünn mit Entscheidungen und so weiter. Ist klar, wenn man so wenig Truppen hat, beziehungsweise so wenig Truppen aktiv nutzen kann. Das Ding wäre jetzt erledigt. Ha, nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Na also, mal wieder geschafft. Die Flieger dürften dann auch demnächst kommen. In 10 Runden können wir den Flugzeugträger in Auftrag geben. Das heißt, wir suchen irgendwas, was 10, 11 Runden dauert im Optimalfall. Kriegen wir wohl nicht so ganz hin. Ich würde sagen, wir schauen mal direkt nach einem Netzwerk. Doch, 3 Wissenschaft extra die Runde scheint sinnvoll zu sein. 13 Runden ist auch in Ordnung. Man hätte natürlich jetzt irgendwas mit 9 Runden nehmen können. Wie zum Beispiel das Stadtzentrum. Und darauf vertrauen, dass man noch ein Alien kaputt kriegt und das aufholt. Na, probieren wir es mal. Vielleicht klappt es ja so. Was er mit seinem Kampffahrzeug hier will, ist mir allerdings ein bisschen ein Rätsel. Leider sehe ich nicht. Na doch, hier. Befindet sich im Krieg mit Panasien. Das sind die einzigen, die derzeit Kriegsprobleme haben. Also ist Ivan nicht mit ihm hier im Krieg. Ansonsten hätte ich mir eben vorstellen können, dass er was hier runterschickt, um mal zu gucken, wie sieht es denn aus. Ob er da irgendwas reißen kann, aber so. So, das mit Intrige haben wir. Schauen wir mal, was wir da weitermachen können. Affinitätsstufe wählen, das wäre mal was. Und gemeinsame Einsätze plus 3 Orbitalüberwachung durch Stationen, mit denen sie Handel treiben. Machen wir noch nicht. Wir handeln noch nicht, deshalb würde ich sagen, wir gehen langsam aber sicher mal Richtung Affinität. Um die Kampfanzüge nutzen zu können, brauchen wir, glaube ich, Affinitätsstufe 4. Das wird verdammt hart. Freie Affinität, wir wählen Reinheit. Wie viel Freude kann dieser neue Planet bieten?
wenn ich immer nur an das denken kann, was ich zurückgelassen habe. Och, armes Tuk-Tuk. Gut, immerhin. Erkundereinheiten sind bei der Verteidigung doppelt so stark. Moment. Hieß es nicht mal irgendwann, die Aliens greifen keine Erkunder mehr an? Gut, wir können die Soldaten zu Marines aufwerten. Das war, denke ich, klar. Moment. Heilen wir nicht zu Wasser oder mehr Stärke beim Angriff? Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Stärke beim Angriff. Beziehungsweise, was macht denn das Sentinel? Verteidigen oder Stärke pro ungenutzter Bewegung? Ja gut, wenn man nur zwei Bewegungen hat maximal und was angreift mit einer Nahkampfeinheit, heißt das, das hier bringt 10% im Optimalfall an Bewegung. Ach, nicht an Bewegung, an Angriffsstärke. Und das ist beim Verteidigen. Ich weiß nicht. Hätte natürlich was gegen Städte etc., aber extra Fortbewegen würde natürlich hier ganz gut mit reinspielen. Oder extra Heilung pro Runde automatisch. Ich nehme mal die extra Stärke beim Angriff. Da machen wir dann eine offensive Einheit draus. Wenn wir sie denn überhaupt oft bauen. Im Moment haben wir nicht mal eine. So, Fabrikation noch 9 Runden. Aber das war klar. Wir hatten ja schließlich ein paar Runden hinter uns gebracht. Da sind wir bei 8 Runden. Wir müssen also demnächst auf jeden Fall... Na, zick nicht rum. What's ours is yours. For a price. Irgendwann muss ich mal nachlesen, was das macht, dieses Kooperationsabkommen. Wenn es ihm hilft, hilft es wahrscheinlich auch uns. Hat noch nicht ganz gereicht. So, dann ist einiges ausgelaufen. Wir kriegen pro Runde keine Energie mehr. Offene Grenzen ist vorbei. Und Titan ist beendet. Ja gut, mit Titan haben wir jetzt nichts anfangen können in der Zwischenzeit. Aber selbst wenn, dann hätten wir jetzt einen Mangel an Titan. Wäre ja auch doof gewesen. Gesundheit ist noch im grünen Bereich, aber sehr lange wird das wohl auch nicht mehr gut gehen. Stellarkodex. Auch nicht schlecht. So, wie gesagt, wir brauchen dringend mal das eine oder andere Alien. Sonst wird das Essig mit der Forschung. Dann passt das Timing ganz einfach nicht. Wobei, so schlimm wäre es nicht. Da müsste ich halt mal für eine Runde... What's ours is yours. Darin sehe ich keinen Vorteil. Du bist am Arsch der Welt. Das bringt nichts. So, das Ding kriegen wir kaputt. Das könnte die Drohne, das Alien sein. Oder das war einfach nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, das uns nicht wirklich voranbringt. Okay. Wäre schön gewesen, wenn das geklappt hätte. Okay. So viel dazu. Wer weiß, vielleicht kriegen wir es doch noch hin, dass das gleichzeitig aufhört. Dann verschwenden wir nichts. Beziehungsweise eventuell kaufen wir den Flugzeugträger wirklich direkt, je nachdem wie teuer der dann wird. Gut. Yep, jetzt hat die Forschung den Bau hier überholt. Super. Dann passt es also auch. Kanonenboot sei Dank. Oh, da stehen sie schon wieder Schlange. So,
So wahnsinnig viel Erfahrung bringt es aber nicht, wenn überhaupt. Da haben wir schon lange keinen Wert mehr auswählen können für das Kanonenboot. Wäre schön gewesen. Eine nützliche Heuristik zur Bestimmung von Metakognition ist die Frage, stellt dieser Organismus nur Werkzeuge her? Oder stellt er Werkzeuge her, die neue Werkzeuge herstellen? Ja. Genau. Na, immerhin. Okay, wir wählen die neue Forschung. Wie gesagt, wir hüpfen mal Richtung Servomaschinen. Zum einen kriegen wir da neue Reinheit. Zum anderen, wir haben wenigstens die Möglichkeit, Kampfanzüge zu bauen, sobald wir Stufe 4 haben. Das wird zwar noch dauern, gebe ich gerne zu. Aber ich glaube, das müsste fast das Sinnvollste sein. Beziehungsweise, wir könnten auch mal Richtung Handel gehen. Das dauert nur 7 Runden, das schmeißen wir noch dazwischen. Wir müssten ohnehin erst noch mit Bionik anfangen. Eieieiei. Doch, wir machen erstmal die Pionierarbeit, wegen Handelslager etc. Dann können wir mal mit den kleinen Stationen ein bisschen handeln und pushen unsere Stadt insgesamt noch ein bisschen. So, wie teuer ist ein Flugzeugträger? 570, das ist ja geschenkt. Den nehmen wir doch gleich mal mit. Und dann werden wir sehen, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Man braucht dringend noch irgendwas, um die Wasserfelder zu verbessern. Wahrscheinlich sind da Orbitaleinheiten wirklich das Beste ab einem gewissen Punkt. Denn mit Größe 8, wie ihr sehen könnt, bis auf ein Feld haben wir schon alles. In 14 Runden wächst es, dann sind wir bei 9, damit wäre der Generator auch. Entweder können wir dann Spezialistenplätze besetzen, was auch nicht schlecht wäre, wenn wir die haben. Oder dann kümmern wir uns um die Wasserfelder, was nicht so toll ist im Moment. Da bräuchten wir dann noch irgendwas, um diese Felder aufzuwerten. Fracht 1. Okay, am Anfang geht da also nicht viel. Und bevor wir jetzt die Produktion wählen, würde ich eigentlich ganz gerne mal den Tech-Jet auswählen. Stellung wechseln. Auf zum Flugzeugträger. Oh, wunderbar. Und der Flugzeugträger. Diese Einheit kann vielen Luftjägern als Basis dienen. Fracht 1 heißt wahrscheinlich nur ein Punkt. Ist klar. Einheiten verbessern. Der Flugzeugträger wird zur Bastion. Stationierte Lufteinheiten beim Angriff. Stationierte Lufteinheiten bei Verteidigung. Sehr schön. Oder mehr Kapazität. Alles klar. Was hätten wir denn bei der Harmonie gehabt? Trefferpunkte für Lufteinheiten an Bord. Jede Runde. In jeder Runde. Ah gut, dann werden die automatisch geheilt oder repariert, wie auch immer. Oder Kapazität. Ja gut, die Kapazitätsgeschichte ist, denke ich, überall gleich. Mehr Reichweite. Auch nicht schlecht. Aber ich denke, so ist das erstmal brauchbar. Allerdings muss ich sagen, eine Lufteinheit ist ein bisschen dünn. Da hatte ich mir eigentlich wirklich mehr versprochen. Wir bauen mal noch einen. Einer, wie gesagt, die Stadt heilt sich gegen. Einer ist ein bisschen dünn. Ein Tech-Jet. Da hatte ich mir wirklich mehr von versprochen. Ich dachte wirklich, zwei gehen. Und er hat ja selbst auch noch einen. Der kann natürlich Luftverteidigung machen und ist dann doch recht stark gegen unsere Angreifer. Du darfst dich erstmal ausruhen, bis wir in Position sind. Aber ich glaube, so langsam sollten wir das Kanonenboot auch zurückziehen. Wenn mehr Drache kommt, brauchen wir irgendwas, um unseren Flugzeugträger zu verteidigen. In der echten Welt fahren die Flugzeugträger ja eigentlich auch nie ohne Geleitschutz rum. Eigentlich ist die Flotte drumherum viel teurer als der Flugzeugträger. Weil die eben ganze Flotten haben als Geleitschutz.
Ja, mit denen haben wir keinen Zoff zurzeit. Keinen Grund, da jetzt das Handelsschiff zu fressen. Wenn wir das machen, kriegen wir Zoff. Da hüpfen sie schon wieder rum. Den ist irgendwie langweilig. Die hüpfen die ganze Zeit rein und raus. Das wäre dann wahrscheinlich auch die erste Einheit. Entweder das Universum entwickelt sich weiter oder es ist statisch. Wir wählen die Entwicklung. Genau. Das wäre dann auch die erste Einheit. Aber was? Die ich zerlegen wollte. Das passt auch. Okay. Quest aktualisiert, schauen wir uns gleich an. Konnte keine Wissenschaft stellen, blieb aber unentdeckt. Wurde aber identifiziert. Agent ist entkommen. Blieb unentdeckt. Okay, wir haben also 20 Wissenschaft in Magan. Und der Spion ist jetzt wohl wieder verfügbar. Muss woanders hin. Na, sehen wir noch. Gut, was hätten wir denn hier? Labor? Wissenschaft extra, Recycler, Produktion extra, Erdöl wäre eigentlich nicht schlecht. Oder aber, wir gehen weiter Richtung Fabrikation, Kybernetik etc. Öffentliche Strukturen, wir erhalten Affinität für die Reinheit und die Holomatrix. Die macht extra Kultur, aber ich weiß nicht. Brauchen wir das zurzeit? Wahrscheinlich nicht. Was haben wir da? Da hätten wir schon den Left-Panzer, aber dafür brauchen wir Reinheit 9. Das ist auch ein bisschen arg. Eine Left-Anlage. Optische Chirurgie, aber da braucht man Vorherrschaft. Oder hier extra Kultur durch einen Crawler. Nee, also wir sollten erstmal ein paar Grundlagen machen. Und zwar, wenn wir Left-Stein abbauen wollen, brauchen wir ja eine gewisse Forschung dafür. Das war hier drüben die Terraformung. Da wären dann auch die Terra-Landschaften drin. Wäre also gar nicht so verkehrt. Und Gaianischer Brunnen. Extra Energie. Benötigt zwar in Reinheit 4 und Geothermie, aber immerhin, da kommen wir mal hin. Das heißt, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Grundlagenforschung. Ökologie, Geophysik, Terraformung, dieses ganze Zeug. Yep, Ultraschallzaun. Vivarium hilft noch, dass die Stadt schneller wächst. Wir können Miasma entfernen. Damit können wir zurzeit ja nicht wahnsinnig viel anfangen. Okay, der Spezialagent muss erstmal wieder einer neuen Stadt zugewiesen werden. Wir schicken ihn mal zurück nach Magan. Da kam er zwar her, aber er ist ja geflohen. Die rechnen bestimmt nicht damit, dass wir sofort zurückkehren. Dann würde ich sagen, wir versuchen hier mal weiterhin Wissenschaft abzuschöpfen, beziehungsweise hier schöpfen wir nochmal Energie ab. Moment, wo fahre ich denn hin? Hier will ich her. Und ich kaufe mal noch einen Tech-Jet. Wir werden dann sehen, ob ich den wirklich nicht mehr hierher bringen kann, wovon ich ausgehe. Ansonsten hätten wir bald den Flugzeugträger, dann funktioniert das so. Quest aktualisiert. Gründen Sie einen Außenposten. Erforschen Sie Pionierarbeit, richtig, das haben wir gerade eben gemacht. Und wir sollen einen Kolonisten bauen. Das wird eigentlich noch dauern. Wenn... War hier nicht mal ein Außenposten? War es wohl die richtige Zeitform? Ich weiß nicht, wer den platt gemacht hat, aber er fehlt. Vielleicht die Aliens, wie auch immer. Gut, dann bauen wir in absehbarer Zeit doch mal einen Kolonisten und schicken den hierher. Da würde sich eine weitere Stadt ganz gut machen, würde ich sagen. Ansonsten, Moment. Agent, Stadt, inakzeptabel. Ja, mein Gott. Staatsinteressen wahren. Ja, wir haben versucht, Wissenschaft zu stehlen. Das ist natürlich so eine Sache. Nein, also es tut mir natürlich ganz furchtbar leid. Hätte nicht vorkommen sollen. So, jetzt sollten wir unserem Agenten aber auf die Finger hauen. Wenn er nochmal dort erkannt wird, dann haben wir wahrscheinlich einen Krieg an der Backe.
Ja, wir können ihn nicht hierher bringen. Das wird uns nicht mal angezeigt. Es könnte jetzt daran liegen, dass er außerhalb der Reichweite ist oder aber, weil er voll ist. Davon gehe ich eigentlich eher aus. Das heißt, der Tech-Chat wird sich hier erstmal entspannen. Und die entspannen sich hier. Sobald wir noch einen zweiten dazu haben, könnten wir es fast nochmal versuchen. Wobei ich mir dann eigentlich noch Sorgen mache um die ganzen Einheiten, die drumherum stehen. Aber eins nach dem anderen. Wir sollten, wie gesagt, erstmal unsere Armee aufbauen wieder, in Position bringen. Und diesmal sollte es für Ivan kein Entkommen geben. Jetzt kommst du mir so, ja? Nö, lass mal gut sein. Wir verlieren Energie. Das ist schlecht. Unser Agent ist in Magan angekommen. Ich bin mal gespannt, ob er diesmal erwischt wird. Wir errichten erstmal ein Netzwerk. Das alte wurde ja quasi gekillt, als er entkommen musste. Ah. Die beiden haben jetzt Frieden geschlossen. Ist klar. Wenn... Ich hatte mir schon gedacht, dass Afrika da nicht lange die Füße stillhält. Die beiden sind Nachbarn und sie kämpft quasi über seinen Kopf mit Brasilia. Und jetzt haben die direkt was an der Backe. Da kann sie es sich nicht mehr leisten, mit Brasilia zu kämpfen. Auf der anderen Seite guckt Brasilia schon die ganze Zeit hier bei Ivan ein bisschen rein. Und so weit weg sind die gar nicht. Also ich weiß nicht, ob wir da nicht vielleicht demnächst auch was sehen werden. Sagen wir es mal so, wenn Brasilia uns fragt, ob wir gegen Ivan helfen, würde ich sagen, gib uns noch ein paar Runden zur Vorbereitung und dann hauen wir drauf. Andererseits könnten wir auch mal fragen, ob Brasilia ihm den Krieg erklären würde und was dafür notwendig wäre. Bienvenido. Ja, grüß dich. Und zwar, wir sollten mal drüber sprechen, Krieg zu machen gegen den kleinen Ivan. Vielleicht ein andermal? Na gut. Menno. Da kann man nicht mal fragen, was du von mir willst damit. Weil das eben so eine Besprechungskiste ist. Na gut. Dann würde ich aber sagen, wir machen langsam aber sicher mal Schluss für heute. Kleines Päuschen. Morgen geht es dann weiter mit den Kriegsvorbereitungen. Und dann... Ja, versuchen wir uns zum Glück nochmal gegen Ivan. Mal sehen, ob wir das nächste Runde schon machen mit der Kriegserklärung. Also nächste Episode. Bis dann, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.